Mate, du machst das, okay? Ich mach's von hinten. Und hab nicht mehr diese ultra Blowjob, ich meine diese ultra Lippen. Oh, unluckiest game ever! Aber trotzdem nicht schlimm, weil es ist ja mitten in der Nacht. Es macht nur Spaß! Hückeners! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Matchmaking mit mir, dem dummen Babbler. Wie die Amerikaner sagen. Wisst ihr, was cool ist? Ihr erkennt das jetzt. Was hab ich getan? Ich kaufe einfach irgendeinen Scheiß und laber. Um Himmels Willen, bitte nicht, nein. Ich habe ein komplett neues Aufnahmeverfahren, das ich nutze, beziehungsweise im Moment teste. Ich hoffe, es funktioniert. Denn ich habe mit diesem Programm die Möglichkeit, endlich mal über die neue Grafikkarte was zu machen. Und das heißt für mich, ich habe volle FPS. Wir haben mein ganzes Setup umgestellt. Meine Lampen stehen jetzt hier neben mir und nicht mehr in meinem Gesicht. Es ist so geil. Ich kann wieder das Spiel sehen. Es ist ein ganz anderes Gefühl zu spielen. Es geht jetzt nur noch darum, dass die ganze Show so auch funktioniert. Dass ich die Sachen gut verarbeiten kann, ja. Dass die Qualität stimmt. Diese Runde Facecam muss übrigens nicht sein. Ist jetzt nur ein Test, weil das ist damit möglich. Es war mir davor nicht möglich, eine Runde Facecam zu haben. One second mit. Und jetzt kann ich es endlich haben. Und ich habe immer so Scherze gemacht und gesagt, dass YouTuber, die runde Facecams haben, dass die viel berühmter werden als Leute mit eckigen Facecam. Also einfach so gagmäßig. Ihr könnt ja direkt mal sagen, wie ihr diese runde Facecam findet. Weil es lenkt noch viel weniger vom Spiel ab. Meine Schultern sind ja eigentlich scheißegal fürs Video. Meine Hackfresse ist wichtig. Durch diese gesamte Umstellung musste ich die Facecam, diese alte krüppelige Facecam, noch so anpassen, dass sie nach wie vor noch weiter keyt, dass ich die Farben anpassen musste. Und siehe da, schon sehe ich deutlich normaler aus und habe nicht mehr diese Ultra-Blowjob, ich meine diese Ultra-Lippen. Ich muss einfach darauf hoffen, dass es funktioniert. Ich habe jetzt schon Aufnahmetests gemacht von maximal 7 Minuten. Das ist jetzt halt echt eine riesige Aufnahme. Sehe ich irgendwo die Zeit? Ich nehme hier mit OBS Studio auf. Fraps nimmt ja Lossless auf, ne? Also riesige Dateien. Wir haben wieder GTA aufgenommen, wollen wir nicht. Und da ist eine Stunde GTA, naja gut, eineinhalb Stunden ungefähr 300 GB groß. Und OBS Studio macht es halt ultra winzig. Also im Vergleich, Fraps ist halt auch ein echt schwieriger Vergleich, weil Fraps halt Lossless aufnimmt. Wenn man das haben möchte, dann sollte man sich schon Fraps holen. Also zumindest nach meiner Erfahrung, nach meiner Jahrzehnten lange. Gott, ist das schwierige Wörter jetzt auf die Nacht. Es ist 4 Uhr. Der Gong hat gerade 4 geschlagen. Und ich brauche noch dringend ein Video für euch für morgen, weil sonst habt ihr morgen kein Video. Und dann seid ihr ganz traurig und das will ich nicht. Deswegen mache ich euch für Sonntag jetzt noch ein kleines Video und fick ihn halt jetzt nicht. Ich dachte, der ist Lowell Spiel, hat das nicht jemand gesagt? Ich bin einfach gerade so gehypt und deswegen so hellwach, weil ich dieses neue Verfahren jetzt hier ausprobieren kann. Die Qualität ist halt wichtig. Also ihr könnt jetzt speziell hier sagen, ob ihr im Spiel irgendwie einen großen... Sag mal, seid ihr bescheuert? Das ist doch der Letzte! Sind die zurückgeblieben, oder was? Gut gemacht, mein Sohn. Ihr müsst jetzt wirklich so ein bisschen gucken, wie die Spielqualität so aussieht. Ich nehme halt hier mit viel, 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 viel weniger Bitrate auf wie mit Fraps. Deswegen ist ja auch alles so klein. Eine fertige Aufnahme von Fraps hat bei mir über 1 Million Bitrate. Und diese Videos haben 50.000. Fuck, 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 sieh mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat er mich lucky getroffen, der Fixer? Ist coming apartments. Scheiße, wenn der jetzt kommt, ich habe 7 HP, ich bin down. Nein! Was habe ich getrieben? Es ist einfach nice, da holt er den Assist. Sehr gut. Ja, aber jetzt mal genug von mir, wie geht's euch? Achso, habe ich jetzt mit der Qualität jetzt fertig gesagt eigentlich? Also bitte, guck mal nach der Spielqualität. Jetzt hier so in dem Bereich, wenn er da rumrennt, wie die Pixelation ist und hin und her. YouTube macht da immer so ein bisschen was kaputt, wenn man dann seine fertige Datei hochlädt. Aber so alles in allem sollte es sich nicht großartig unterscheiden von den Videos, die ich sonst immer hochlade. Aber jetzt muss ich mich hier mal wieder ein bisschen einschalten und Action machen, weil so geht's ja nicht. So geht's ja nicht. 3 Kills. Pff, lächerlich ist das. Was? Dreckige Lacker. Warum konnten die nicht beide vollgeflasht sein? Sag mal, Jungs, was macht ihr? Mach mal eine Eco. Brück dich jetzt, Mewtwo. Wir haben ein Pokémon bei uns. Die können ja wohl mir, ne? Wie sie da stehen? Zur Abholung bereit. Mit der Zunge im Maul. Ja, ich war dabei, euch zu fragen, wie es euch so geht. Erzählt doch mal. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Cooles improven können? Vielleicht an eurem Gaming-Setup? Habt ihr irgendwie mehr FPS rausholen können aus euren Maschinen? Spielt ihr auf eurem Handy jetzt noch krassere Spiele? Oh mein Gott. Ich bin am Call, während ich zurücklaufe. Gute Idee. Das machen nur die Profis so, ne? Er guckt beim Nachladen auf den Boden, weil vielleicht ist er dann nicht mehr in Sicht, ne? Konntet ihr bei euch auch irgendwie privat sagen, geil, ich konnte irgendwas verbessern, ich habe die Kaffeemaschine falsch rumgestellt und seitdem geht's richtig. Scheinbar war sie die ganze Zeit schon falsch herum. Mein gesamtes Zimmer ist jetzt hier auch dadurch etwas umgeräumt, sag ich mal. Also ich habe jetzt mehr Platz hinter mir, der Greenscreen ist weiter nach hinten gerutscht, alles ist ein bisschen angenehmer. Ich muss mich erstmal den ganzen Platz gewöhnen. Was?
Alles klar. Ich habe heute einfach keinen Timelag, Mann. Ich brauche Timelag. Ich brauche viel mehr Timelag für die Runden hier. 4 rote Briefkästen. Das heißt, Illuminaten, Galileo, Trump baut eine Mauer. Behaltet die 4 roten Briefkästen im Kopf. Da steht A in Rot. Jetzt wird's immer genauer und da sind wir tot. Ich habe praktisch schon wegen den 4 roten Briefkästen von vornherein sagen können, dass wir die Runde verlieren. Ich bin echt krass. 2 rote Briefkästen. Win. Wir gewinnen die Eco jetzt. Geil. Sag mal, warum spawnen ja immer diese 3 Viecher? Der hat es umgebracht. Er hat alle 3 umgebracht. Er duckt sich drunter durch, wie süß. Das hat er schön gemacht. Hard flashed. Mate, du machst das, okay? Ich mach's von hinten. From behind. Ha! Got it! Aber er hat zu mir nice try gesagt. Das heißt, dass er mich mag. Voll fest und so, Bro. Ihr kauft echt jetzt ein, wo wir uns überhaupt nichts leisten können? Seid ihr bescheuert? Ich hätte jetzt echt noch eine Eco gemacht. Oder zumindest nur ein Pistol Force oder so. Aber wir können doch jetzt, wir stehen doch jetzt komplett nackt da. Mid is coming. Nice. Wie kann man nur so dreckig lucky sein? Ich suche manchmal die Kamera. Ich sehe die nicht. Alles steht hier anders. Wo seid ihr? Beziehungsweise, wie kann man nur so einen Unluck haben? Warum konnte ich hier nicht einfach durch die Smoke, ohne dass ich was sehe, in Header drücken? Warum nicht? Das klappt doch sonst auch. Lächerlich. Die Bombe war Richtung B unterwegs. Ich fass das nicht. Ich glaube, die nehme ich mit hier, die Neon Revolution. Also einfach, weil es ein AK ist, ne? Ich spiele ein AK doch ein bisschen lieber als M4. Früher, als ich noch X-Fire noch aktiv genutzt habe, also weil, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, als Steam halt noch keine Freundschaftsliste hatte und man und Steam noch lange nicht irgendwie Stunden mitgezählt hat von irgendwelchen Spielen, da habe ich oder haben wir X-Fire genutzt. Das war für uns das Größte, dass wir einfach von Spiel zu Spiel unterhalten können. Obwohl wir unterschiedliche Spiele spielen. Das war damals der brutale Mindfuck des Todes. Das hat auch die Stunden mitgezählt. Worauf ich aber nicht hinaus will. Ich will darauf hinaus, es hat auch mitgezählt, was du gespielt hast. Ob du eher ein Fulltime-City oder ein Fulltime-Terror warst. Und ich war ein Fulltime-City. Und meine Lieblingswaffe war die M4. Wobei ich nicht weiß, ob das auch drin stand. Ich wusste halt von mir selbst, dass die M4 meine Lieblingswaffe ist. Shot is down. Wo ist denn der? Ist der Onspot? Hä? Ich hab's nicht geblickt gerade, ne? Der Mate hat ihn einfach draufgelassen und so alles in allem war das damals aber schon echt eine coole Sache. Vor allem war es bei Source halt so, dass dann auch Stück für Stück neue Models hinzugefügt wurden. Ja, ich bin schon so alt und wir uns immer übelst darüber gefreut haben, im Changelog halt zu lesen, oh geil, es kommt ein neues Model hinzu, der Arctic kommt dazu bei G und sowas. Wir haben gefeiert ohne Ende. Naja, man schwelgt halt gerne so in Erinnerung. Komm, ein bisschen klatschen geht. Ich hab Cash, ich muss nicht safen. Ich hab. Shit, Jungs, ihr habt echt überhaupt kein Cash. Habt ihr alle jetzt? Da hinten, der braucht noch. Ihr habt alle, ne? Scheiße, voll die Waffenkauferei, überliegt Zeug rum. Keiner weiß, was er jetzt nehmen soll. Soll ich jetzt wirklich nehmen? Oh, Flash und Mint. Das ist doch unglaublich, oder? Ich meine, gut, nicht unglaublich, es war damit zu rechnen. Aber ich habe mir es gewünscht, ganz feste gewünscht. Das ist nicht passiert. Komm, das ist meine Waffe, damit machst du was, Jack Bennett. Ist sogar unser Bester. Ja, wie er regelt, krass. Das ist so ein richtiger Regler. Das ist so ein Regler ohne Grenzen, Alter. Der kennt auch keine Grenzen. Gott, der hätte schon diffusen können, ne? Shit, Mann. Fuck! Nice try. Er hätte so hart regeln können, noch. Schade, schade. Meine Waffe halt wieder, ne? Klar. Jetzt bin ich sehr gespannt, wohin wir gehen. Ich bin voll der Affe. Hopp, Jungs, kommt durch. Die kommen von hinten. Ach, komm. Er ballert mich an. Er drückt mir 36 in 1 und fragt, was ich mache. So bescheuert, wirklich. Um Himmels Willen. Man sieht, dass sie alle von Mitte kommen. Wir müssen schnell durch. Und was passiert? Nee. Dankeschön, dass du mich killst. Du geiler Bock. Jack Bennett, du musst uns... Oh, retten. Scheiße. Ich habe voll gefressen. Das hat er gerochen, der Pips. Get headshot. Alter. Endlich können wir kaufen. Jetzt kommt das Comeback. Ich kann es spüren. Was sagt ihr zu dem Knife, Jungs und Mädels? Das wird das nächste Knife-Giveaway, beziehungsweise das übernächste. Das übernächste, glaube ich. Ich muss mal reinschauen. Im Moment läuft ja noch das Knife-Giveaway für das M9, ne? Oh, oh. Unluckiest Game ever. Aber trotzdem nicht schlimm, weil es ist ja mitten in der Nacht. Es macht nur Spaß. Aber ich werde das auf keinen Fall jetzt noch schneiden. Boah, scheiße, ich muss es eigentlich schneiden. Es ist jetzt in 20 Minuten 5 Uhr. Meine Freundin steht eigentlich gleich wieder auf. Später sind wir noch bei ihren Eltern eingeladen zum Essen. Nachmittag dann. Shit. Ich muss es jetzt schneiden, sonst komme ich nicht mehr rum. Okay, sie sagen nicht wirklich was an, lassen die Bombe hinten liegen. Das ist echt ein Trauerspiel mit den Gaunern hier. Ständig habe ich, wenn ich nachts aufnehme, so Missgeburten im Team. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da müssten doch eigentlich die Elite-Spieler online sein, weißt du? Es gibt easy den Downrank, Jungs und Mädels. Easy den Downrank. Scheiße, wir werden so aufgerieben, ne? Wir haben am Anfang so schön gestartet und jetzt lassen wir so brutal nach. Das ist nicht schön. Er hat mir einfach eine Diegel geschmissen, der Kerl, okay. Ich werde damit einige krasse Handshots drücken, das nächste Scout.
heiß die Wand an. Jetzt schreibt er nice Sheets, wo ich ihm einmal in die Fresse schieße. Die Cities haben uns die letzten paar Runden ultra abgezogen. Wenn man dann mal eine Runde wieder edel holt, dann heißt direkt wieder... Scheiße, Flash. Oh, das ist es halt wieder, ne? Das ist jetzt wieder! Egal, kommt, Jungs, das machen wir jetzt. Ich finde, wir spielen immer konzentrierter jetzt im Moment. Es wird gerade so ein bisschen schwitzig hier bei uns. Ich versuche mich hier sehr stark auch an den Jack Bennett zu halten, weil der macht einfach, der gibt dem gesamten Team, obwohl er nichts sagt, irgendwie eine Basis. Er gibt einem eine Basis. Er gibt einem einfach so eine richtige Basis. Verstehst du? Eine Basis. Basisband. Weil er einfach voll calm ist. Er chillt. Er kommt mit der Vespa hierher gefahren. Es ist einfach geil. Er ist einfach cool drauf. Oh, die Mates lassen die Bombe hinten liegen. Doch nicht. Oh, doch. Die Mates lassen die Bombe hinten liegen. Bennett, wir müssen alle killen. Shit, dude. Oh, den habe ich gerochen. Oh, Balcony. Jungs, warum lasst ihr denn die Scheißbombe liegen? Das ist so heulig. Fuck Team Hacker. Immer dieses, oh, jetzt haben sie angemacht. Ich finde, es gibt allein nicht nur tagesformtechnisch, sondern innerhalb eines Spieles, Spielform, kann man den Unterschied von 2 bis 3 Rängen haben. Vielleicht sogar 4. Manchmal denkt man sich, was habe ich da gerade für einen Silberscheiß gemacht? Und dann denkt man sich wiederum, ich alter Global. Das kennt doch jeder. Es ist doch fast jede Runde unterschiedlich. Klar, wenn man schlecht ist, ist man jede Runde so im Mittel schlecht. Wenn man gut ist, ist man so jede Runde im Mittel gut. Das Mittelmaß ist dann eine ganz wichtige Sache. Aber alles in allem kann man doch auf jeden Fall sagen, dass es gerne mal sehr stark schwanken kann. Da kann niemand sagen, nee, ich spiele immer gleich. Immer exakt gleich. Exakt gleich. Vor allem, wer sagt schon exakt? Das hört sich an wie... Behemoth! Apartment Storm. Ah! One Peter, nein. Scheiße, ich habe nur sein kleines Köpfchen gesehen und war tot. Hold on spot. He's down. Go beat, go. Ja! Fuck, cheat! Das ist doch jetzt echt lächerlich. Also ich meine, das meinen die nicht im Ernst, oder? Die wollen uns jetzt auch nur trollen oder wie auch immer. Also das Bombenspiel war es jetzt nicht, ich weiß. Aber hey, es ist ja auch mitten in der Nacht, ne? Und ich habe den Sticker gar nicht benutzt. Also von daher, kommt mal runter. Der Skinbaron-Kram ist da. Da ist er! Das Giveaway kann jetzt auch die Tage kommen. Krass, was sie an Daumen raushaut. Gerade für die letzten 2 Videos. Ich habe die nicht beworben, ich habe nichts gemacht, ich habe keine Zeit gehabt. Wallen war ja da, Freitag und Samstag. Und das Video von vorgestern hat einfach 100 Daumen plus geschafft. Das andere hat 60 oder 70 Daumen. Was für so ein Top 10 Skin-Video richtig nice ist bei mir. Also ich bin vollends zufrieden. Es ist einfach edel, wie es bei euch abgeht. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt auch die Tage ein bisschen mehr Counter-Strike rausgehauen, weil ich einfach weiß, dass es halt euer Lieblingscontent ist. Morgen wird dennoch dann wieder eine Runde Hector kommen. Ich muss das ja auch irgendwann mal rumbekommen. Und am Dienstag wird, wenn ich nicht überfahren werde, GTA erscheinen. Der nächste Part! Also der nächste Part GTA kommt eigentlich morgen. Und zwar am Montag. Bei Wallen wieder auf dem Kanal. Der dritte. Und der vierte Part kommt dann wieder bei mir. Wir wollen GTA jetzt mal einen Monat im Auge behalten, wie das läuft, wenn wir jede eine Folge hochladen die Woche. Und wenn das so richtig krass ankommt, landen wir vielleicht jeder 2 Folgen die Woche hoch. Oder einer 2, der andere 1 und das wechselnd. Damit man den restlichen Content, den man so anstehen hat, halt nicht so weit nach hinten schieben muss. Wir sind dann noch am Schauen, wie es ankommt. Aber es kommt bis jetzt sehr, 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 sehr gut bei euch an. Also deutlich besser als die Horrorspiele auf jeden Fall. Was soll ich dazu noch sagen? Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Boah, ist die schön, ey. Boah. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Ich trinke jetzt noch Enna, dann sag ich Ade. Ah!